Hallo. Moin Moin Hallöchen. an alle durchgeknallten. Der Ghost Anubis hat es jetzt auch geschafft. Ja. In die Premier League. Speichern. Er ist dazu gestoßen. Die Genau. alte Sau, ey. Was hat denn das damit zu tun? Ja, also was du schon wieder denkst. Wie denkst du? Also nur weil ich eine alte Sau bin, heißt das doch trotzdem nicht, dass du nicht, dass du dazu gestoßen bist. Nee, Moment. Egal. Das passt alles. Ich noch eine blaue Herstellungsdinger habe ich gar nicht mehr. Blaue Herstellungsdinger. Naja, Montagemaschine 2. Dip. So, Solarenergie oder was? Jupp. Ja. Nämlich gerade ein wenig festgestellt, dass der Strom da oben, das macht nicht sonderlich viel Sinn, den noch weiter auszubauen und der ist in der Nähe seiner Grenzen angekommen. Naja, also paar Sekunden, Minuten dauert sicherlich noch, aber Ja, so langsam aber ja, sicher. dann sollte man vielleicht doch noch mal. Baue doch halt einfach noch was hin. Ja, besser. Oh, was ist denn hier los? Nicht mehr so allzu viel. Oder du kannst auch allzu viel hinbauen, aber Das Problem ist hier gerade eher die Kohle, dass die nicht nachgeliefert wird. Muss noch ein paar Heizkessel dranhauen und. mehr Speicher. Hier kann ich aber keinen Förderer mehr dran packen. Ach, hier oben ist noch Kohle. Ja, kein Problem. Den lassen wir mal stehen, scheißegal. So. Ach so, mehr Stahlträger werden es hier irgendwie nicht mehr. Blöden Förderer mal fertig werden würden, dann könnt ihr auch mal dann die Dampfdinger bauen und die Heizkessel. Warum habe ich eigentlich Geschützturm in der Tasche? Das eh gleich kommen, dass wir die Schütztürme hier bei uns in der Basis brauchen.
Wenn Ghosty mal so ein paar Viecher hinter sich herzieht. Hä? Wieso? Die verfolgen dich gar nicht. Ach, ich weiß nicht. Ich glaub schon. Nö, die verfolgen dich nicht so weit. Das sind nur ein paar Meter, dann hauen die wieder ab. Meinst du, dann haben die keine Böcke mehr? Außerdem, bau dir schnell ein Maschinengewehr, nimm dir ein paar von den panzerbrechenden Munitionen und dann hältst du einfach die Leertaste fest, während du rückwärts von denen abhaust und dann sind die sowieso nicht gefährlich. Zumindest die kleinen. Die großen, keine Ahnung, die habe ich noch nicht gesehen. Oh, wir brauchen erstmal den hier. Blum 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 blum. Automobilität. Yay. Da sind ja die blöden Rohre. Nick genug Komponenten. Stromschalter, Kabel, hast du nicht gesehen? Hier kommt schon wieder Kupferplatten raus. Davon brauche ich noch eine. Odin. Da sollte aber schon kein. Wieder runtergenommen. Das sollte aber eigentlich kein Kupfer mehr kommen. Es ist nichts in der Nähe von Kupfer. Und die bringen hier auch kein Kupfer raus. Vielleicht irgendein Greifarm? Oh, warte. Aber da ist nirgendwo Kupfererz in der Nähe. Nee, hab's. Hab's. Der eine Förderer, der hat. Ach, geguckt, da der oben hat vom Eisen. Ich hab immer bei der Kohle geguckt. Ja, nee, vom Eisen. Der eine Förderer hatte Kupfer mit dabei, obwohl er gar keinen Kupfer in seinem Bereich hatte. Aber stand halt Kupfer mit dran. Da war es wahrscheinlich nur ein Feld oder so in der Mitte. Also okay, so.
Oh, jetzt sollte der Strom wieder eine Weile reichen. Immer noch 8 von den Dampfmaschinen dranjagen. Acht Stück? 8 Stück, ja. Mehr speichern. Gut, es geht jetzt schon. Aber da brauche ich mir hier mal eine kleine Fabrik hin. Motor. Stahlträger, Eisenzahnrad, Rohre. Da hast du Rohre. Stahlträgerkiste gibt's nicht, ja? Doch. Stahlkiste. Ach so, eine Stahlträgerkiste, doch. Ja, hab schon. Klar, eine Versteckerkiste da, genau. Und du hast den Greifarm hier so eingestellt, dass er die Dinger nicht mehr liefert, die Stahlträger. Ja, weil ich jetzt kurz mal ein paar Stahlträger sammeln wollte. Jetzt habe ich aber da überall Öfen hingemacht, also größere Öfen. Und jetzt kannst du wieder zurückstellen. Jetzt habe ich noch 113 Stahlträger in der Tasche. Jetzt kann er ja wieder da drüben drauf babbeln. So, und ich habe extra Rohre hergestellt. Ich hatte dir hier doch eine Rohrproduktion gestartet. Hier ist so eine Kiste mit Tausenden von Rohren. Die brauche ich auch. Weißt du, und ich baue extra Rohre. Egal. So, und Zahnräder brauche ich noch. Mal deine Kiste für oder wenn ich nehme ich es mal aus der Produktion einfach die stapeln sich hier ja eh. Ja, mal keine Kiste für. Wo ist was für? Zahnräder. Eine Versteckerkiste für Zahnräder. Nee, haben wir noch nicht noch. Sollten reichen. Jetzt haben wir eine. Moskau ist hier eigentlich. Ab da oben. Ich bin am Kunden. Wie weit er da schon nach links rausgegangen ist. Ah, da sind ein paar Alien. Oh, da sind ja richtig große Basen. Naja. Mittelgroß. Komm mal her, Jägerstin. Dauert ein paar Minütchen. Ja, ich weiß, wie deswegen habe ich es ja jetzt schon gesagt. Bin da. Oh, Moment. Nee, keine Chemiefabrik. Das da. Auch das. Das. Und das. Ja.
Komm also mir hoch. Ja, wo ist es? Da ist es. Ein Auto. Er braucht Benzin. Ne, ist schon drin. Enter. Achso, warte. Bevor du losfährst. Mach noch Munition rein. Ja, genau, mach noch Munition rein. Sonst. Guck mal nicht vor irgendwas davor fahren, das machst du kaputt. Ja. Wollte ich nur mal sagen. Da hast du 400 Schuss. 400 Magazine. Nicht Schuss, sondern Magazine. Oh. Wird wohl für eine Weile reichen. Kommt ganz drauf an. Motor da. So. Batterie beendet. Dann brauchen wir jetzt die hier. Ja. Deine, die Fließbandkiste, da solltest, warte, ich stell da mal einen gefilterten dran. Der hat da nämlich jetzt Greifarme in die Kiste reingepackt, anstatt Fließbänder. Ich habe gar keine gefilterten Greifarme mehr. Doch, da bauen wir einfach ein. Gefilterten Greifarm? Ein Filtern denn? Naja, sag ich ja. Gefilterter. Ist doch dasselbe. Gefilterter Greifarm. Oh, Fließbänder. Hat er sich einfach die Greifarme gekrallt? Schwein. So ein Arsch. Wenigstens habe ich jetzt erstmal ein oder zwei Fließbänder. Elektrische Akkus sind fertig. Ja, ich baue schon Pumpen. Kann ich speichern? Ich baue schon Pumpen, damit ich dann da unten nichts mehr herstellen brauche, beziehungsweise nicht nochmal zurücklaufen muss. Hä, Alarm? Ein Objekt wurde beschädigt. Das bin ich. Scheiß Viecher. Du musst die Leertaste halten, um sie abzuknallen. Du und Harry. Dafür hast du doch die Munition dabei. Und läuft mit der Karre, oder? Naja, natürlich schon halb live, aber... Ich habe noch eine gebaut, weil ich mir das denken konnte. Sehr witzig. Und ein sehr großes Uranvorkommen. Ja, bis jetzt habe ich aber noch nicht irgendwie Uran gebraucht oder so. Ja, das kommt noch. So, also, zwei Hochöfen haben jetzt nichts zu tun wegen dir. Eisenplatten.
Oh, fuck. Na, wann kommt's? Das klingt nach einem Ghost-Abenteuer. Aber oben, was ich am für ein Nest gefunden habe. Ja, eine große Basis. Solltest du vielleicht nicht so nah dran fahren. Ich darf kein umfahren, das ist das Ding. Oder irgendwas anditschen von denen. Oh, das war knapp. Naja, die Abwehrwürmer, die schießen auch so. Ob du die anditscht oder nicht, ist denen Banane. Die blauen Tränke haben wir ja noch nicht. Nö. Weil wir noch keine roten Schaltkreise haben und die roten Schaltkreise hängt daran, dass ich noch keinen Öl gebaut habe, was ich jetzt gleich tun werde. Okay. Nachdem ich alles produziert habe, was ich dann da brauche. Obwohl, das könnte ich eigentlich schon mal. Könnte eigentlich schon Rohöl hier runterholen. Wo wollen wir das machen? Na, hier ist doch genug Platz, Hier auf oder? der Seite, auf dem Kupferfeld. Ja. Die Katze da. Auf dem Kupferberg, ja, klar, warum nicht? Gut, Hier ist auch von schön da viel ganz unten, oder Platz. was willst du mit dem Auto hinfahren? Ich muss ja eh bauen dann. Musst du. Sammy möchte unbedingt mit in die Folge. Mau. Ich brauche noch Eisenplatten und dann gehe ich runter. Ich weiß jetzt gerade irgendwie nicht so. Oh, die Stahlträger, die machen jetzt schön eine Schlange. Ja, das habe ich gut gemacht, ja? Habe ich gut hingekriegt. Sag's euch mal. Nö. Dich noch bestärken oder was? Nee, das ist nicht gut. Was ist die geschützte? Ach ja, komm ab und dann kommt doch mal ein Geschützturm an, aber der kommt direkt in der Fabrik für die Dinge. Ja, ist doch Ich könnte gut. das, könnt das Wozu? Fließband, genau, ich könnte das Fließband da runterbauen. Ja, genau, du könntest die Wissenschaft, die Militärwissenschaftspakete da anschließen. Nicht speichern. Katze war scheiße, ich rieche es. Sehr interessant. Hätte ich mal das Auto genommen. Ich hab das angeboten. Extra doch gefragt. Das ist ja eh nur für die eine Tour, wo ich nichts baue. Obwohl, eigentlich hätte ich schon hier Strom runterholen können mit, aber. Na gut. Eisenplatten. Also, warum sind denn hier Kupferplatten in meiner Eisenplattenkiste und 200 Kupferkabel? Keine Ahnung. Ich mache jetzt hier auch mal einen gefilterten Arm dran. Das ist ja nervig. Du sollst hier nur Eisenplatten reinpacken. Brauche ich normale Fließbänder, so ein Schwachsinn. Davon habe ich doch 1000 in der Tasche. Sagst du so jetzt? Speichern?
das so eine Masse Rohöl, was wir hier kriegen, das wird der absolute Wahnsinn. Genau so soll das laufen. Da hinten dreht sich eh schon im Kreis, ja. Was dreht sich im Kreis? Naja, für die macht er die Militärflaschen. Ja, ich weiß nicht, die kannst du ja, die musst du in der Mitte machen. Ja, ja, bin ich ja schon dabei. Muss halt nur erstmal was bauen, damit ich die überhaupt in den Kreis, damit die sich da in der Mitte im Kreis drehen und ich das da einfach drauf bringen kann. Da habe ich halt jetzt was für gebaut. Muss ich nur noch kannst Arm ja auch machen und dann laufen die da in der Mitte schon im Kreis rum. Die kannst du ja nach außen bringen. Und dann musst du einen äußeren Kreis nochmal bauen, aber dann musst du innen drinnen das nochmal umbauen. Nee, wieso? Das ist doch, steht doch schon. Ja. So. Kleiner Strommast noch, zack, und jetzt laufen die Dinger schon. Was? Alarm, Alarm, ein Objekt wurde beschädigt. Mensch, Gossi, mach mir nicht den Alarm. Ach, Gossi ist tot. War ja nur eine Frage der Zeit. Naja, hat aber gut was auf, ich guck mal auf die Karte. Ja. Kann man nicht meckern. Naja. Ja, John mal wieder, naja, naja. Weißt du, Robert lobt mich, ja, und du machst wieder alles kaputt. Ja, ich weiß, ich hab's übertrieben, tut mir leid. Geht doch. So eine Arsch, ey. Ja, das Nest war ein bisschen wie ein Weg gewesen. Hätte er gesagt, oh, weißt du, das schwule Spiel, weißt du, das ist sowas von unfair und die sind so OP und... Nein, das würde dann Robert sagen. Kommen die Wissenschaftsdinger, ja, jetzt laufen sie wunderbar, das funktioniert so, wie ich das wollte. Und für die Innenbahn dann einfach mit einem Arm rüber. Für was auch immer da noch am Flaschen kommt. Die blauen Flaschen dann wahrscheinlich. Die blau, nee, die gelben Flaschen wollte ich noch auf die Innenbahn machen. Die, ja, dann halt die gelben, das ist ja egal. Das kann man ja dann mit einem Arm einfach auf die Innenbahn führen. Ich weiß nicht, was wir am meisten noch brauchen. Ist ja eigentlich wurscht, wo was ist. Ja, ich wäre bereit, die Folge zu beenden, damit ich aufs Klo gehen kann. Nö, du musst jetzt mal kurz warten. So ein Arsch. Was lustige. So, jetzt aber. Gossi. Ah ja, hast du ja nach außen gemacht. Das ist ja super. Ja, sag ich. Aber du musst es doch als weiter draußen machen, weil noch ein zweiter Ring komplett drumherum geht. Das ist ja kein Problem. Das kann man ja die unterirdischen Dinger einfach ein bisschen weiterziehen und das ist kein Thema. Ja. Extra so gebaut, falls du noch was machen willst. Aber das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Ja, genau. Bis dann. Macht's gut.